Es gab verschiedene Effekte, die von den Mannschaften der Wehrmacht auf der Feldbluse während des Krieges getragen wurden. Die Struktur von Mannschafterblusen, aber auch allen anderen Wehrmachtsblusen, war wie folgt. Es wurden Kragenspiegel am Kragen getragen. Auf der linken Seite bzw. der rechten Seite aus der Sicht des Trägers wurde der Brustadler über der Brusttasche getragen bzw. bei der Luftwaffe an genau derselben Stelle oder im ähnlichen Bereich. Dann wurde bei allen noch die Waffenfarbe und damit die Truppengattung an den Schulterklappen angezeigt. Bei den Mannschaftern waren diese immer blank und der Rang wurde via eines Ärmelabzeichens angezeigt. Bei Unteroffizieren wurde der Rang anhand der Schulterklappen angezeigt. Diese hatten dann dazu um den Kragen als auch die Schulterklappen Tresse vernäht. Offiziere als auch Generäle hatten ihre eigene Effektversion. Ihre Ränge wurden jedoch auch durch die Schulterklappen angezeigt. Das umfasst jetzt alles, was ihr generell zu Effekten bei der Wehrmacht wissen müsst.